Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Talos Principle. Wir haben das letzte Mal anscheinend die Nummer 4 gemacht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das war schon vor ein paar Tagen, 4 Tagen. Und das hier sieht schwierig aus, da braucht man irgendwie alles, was wir bisher schon gebraucht haben. Erstmal gehen wir. Du hast viele der Rätsel dieses Landes gelöst. Ich weiß. Der Weg, der vor dir liegt, ist noch weit. Mhm. Und viele seiner Tore bleiben verschlossen. Finde Trost in deinen Errungenschaften und im Stolz deines Schöpfers. Okay. Was steht hier so? Was auch immer hier los ist. Es hat mit Sicherheit etwas mit dem Turm zu tun. Alles sagt uns, dass wir nicht dahin gehen sollen. Aber alles deutet darauf hin, dass wir es müssen. Außer du liegst falsch und Elohim liegt richtig. Oder ihr habt beide nicht recht. Und es gibt kein Recht. Ich glaube, ihr habt das Ding im Archiv zu ernst genommen. Das Ding im Archiv. Das Ding hier. Der ist egal, aber gerade nicht da. Osiris 7. Toller Text. Ups, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Bald erhältlich. Oh, was denn? Bald erhältlich! Achso, nee. An Mama. Oh. Aha. Ist ja interessant. Aha, aha. Irgendwas mit Supercomputern. So, Bilog 24. Am Leben. Okay. Könnt ihr euch ja durchlesen, wie immer. Wir nehmen zuerst dieses Rätsel. Wo ist das Schild? Ist ja nicht sonst... Das Schild ist runtergefallen. Das Schild ist runtergefallen. Ist das hier gibt? Hier gibt's nichts? Hä? So mysteriös. Aber da ist doch was. Das Schild ist einfach nur abgegangen. Das Schild, ich will das. Ich will das. Oh Mann. Das ist ja doof. Na egal, da ist wahrscheinlich der Stern irgendwo versteckt. Ich kann es schon riechen. So, was brauchen wir hier? Ah, das Ding kann ich hier draufstellen. Kann ich hier den Block holen. Dann können wir. Haben wir den Block schon mal? Den kann ich dann irgendwo, keine Ahnung. Weiter weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kann ich das und das und. Ups, nein. Das, das und das miteinander verbinden. Dann hier raufspringen. Mist. Wollte vorher aufspringen. Weil das kriege ich aber noch hin. Ich weiß, das bringt mir wahrscheinlich nichts, aber ich will das. Ja. Oh, ich kann hier auf die. Oh. Oh, wie schön sieht das denn hier aus? Das sieht nice aus. Oh, ich könnte... Ich weiß nicht, ob das so... Achso, ich kann das sowieso einfach machen. Ah, ich kann mich... Kann ich mich hier weiter durchmogeln? Ich könnte mich hier weiter... Nein. Na egal. Wir nehmen einfach das Teil jetzt und schmieren das... Ja. Ja, ich weiß schon, was man hier machen muss. Erstmal muss das hier wieder runter. Kann ich später wieder ranmachen. Und dann kann ich das mit dem hier verbinden. Und dann fliegt das hoch und dann verbindet sich das schon damit. Das rieche ich, dass sich das damit verbindet. Ach Mist. Das ist jetzt ein... Na gut, dann nehme ich das erstmal weg. Dann kann ich das wieder raus, runternehmen. Mensch, dass man das hier alles so machen muss. Oh, das muss... Ja, egal. So, so. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Okay. Dann stelle ich das da drauf. Und schon geht es los. So. Das fliegt hoch und... Kommt kein Laser ab. Weil ich das vergessen habe anzuvisieren. Macht der nix. Dieser Fehler schnell behoben und... Passt nicht so ganz, wie ich will. Aber wisst ihr, was passt? Ah ja. Ich weiß schon eine Lösung. Das muss eben runter. Das verbinde ich einfach mit... Okay, das brauche ich sowieso nicht. Das verbinde ich damit auch noch. Und das hier geht ja nicht, aber ich mache es trotzdem. Dann kann sich das selbst powern. Das braucht dann hier nur eine Starthilfe. So, jetzt fliegt es nämlich hoch und jetzt powert sich das selber. Und dann kann ich das von hier aus dann aktivieren.
einfaches Rätsel. Und außerdem kann ich hier dann... Oh, wir haben C. Fertig. Cool. Also dann kann ich hier auch noch, falls ich das hier drüben irgendwo brauche, den Laser, kann ich dann nehmen. So, das war aber auch das das Einfachste, wahrscheinlich. Oh, was ist denn hier? Interessant, hier ist wohl ein Stern. Ja, dann nehmen wir zuerst das, wo man die meisten Sachen braucht. Hier. Da sind ziemlich viele Symbole. Hier braucht man wohl jede Fähigkeit, die man bisher hat. Und ich will ausprobieren, ob hier auch so ein Duplikat dann erstellt wird. Tatsächlich. Okay, also er stellt auch ein Duplikat. Brauche ich hier was? Ist hier irgendwas Interessantes? Nö. Hier kann ich höchstens den Laser blocken, aber wieso sollte ich das machen? Ich guck mal, was da drüben ist. Ah, ich sehe schon. Wie mache ich das denn am besten? Der geht jetzt darauf und dann müsste ich theoretisch... Warte, wie viele muss ich da hin machen? Okay. Also eigentlich, warte, nee, ich setze es nochmal hier drauf. Ich nehme das Teil hier mal eben mit. Das kann nämlich auch Knöpfe betätigen. Dann haben wir drei Sachen, das Knöpfe drücken kann. Dann nehme ich mal auf, wie ich hier den Knopf damit drücke, hier mit den Knopf drücke. Und das war schon, ups. Und mit mir dann diesen Knopf drücke. So, dann warte ich ein bisschen. Muss ja immer ein bisschen warten. Und vielleicht ist das schon das Rätsels Lösung. Das wäre aber schon ziemlich simpel, wofür wären dann die Sachen da gewesen. Egal. Also so, jetzt können wir nämlich. Ach, da. Ich verstehe. Aber trotzdem will ich es mir nochmal genauer angucken. Ich probiere es einfach mal aus. Dafür muss ich eben zurückspulen. Diese Funktion gibt es ja ganz einfach. So, dann nehme ich hier mal alle Sachen weg. So, das und das kann theoretisch da bleiben. Oder? Moment. Ich habe, glaube ich, eine einfachere Lösung. Oder? So. Und wenn ich jetzt hier als Geist die ganze Zeit hier was rumwurschtel, dann nehme ich ja die Sachen... Nee, das geht nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich am Anfang warten muss oder nicht. Wenn ich am Anfang... Theoretisch... Ah, nee, das geht doch nicht. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Ich probiere es trotzdem. Also, das ist ja echt schwierig hier. Was ist denn, wenn ich... Wenn ich hier die Sachen die ganze Zeit hier lasse, ich dann... Ach, genau, vielleicht geht das doch. Was ist denn, wenn ich hier ganz lange einfach stehen bleibe, ich dann später hier die Sachen nacheinander hier raufstapel und nachdem ich alles hier raufgestapelt habe, dann gehe ich hier da durch. Und dann die Geistersachen bleiben da ja noch drauf. Das ist meine Idee. Dann muss ich hier nur noch kurz draufstehen. Ups, richtig. So. Genug gewartet. Jetzt geht's hier ab. Okay, zuerst habe ich ja diesen Fehler gemacht. Ja, guck, das bleibt hier alles stehen. Jetzt muss ich auf den... Ich kann ja schon mal alle Sachen hier hinbringen. Ich habe nämlich am Anfang den Fehler gemacht und darauf gestanden, aber das bringt mir ja rein gar nichts. Ich warte jetzt, bis der wieder hierher kommt. Komm her, komm her. Komm her. Ja, okay, der stellt sich jetzt hier rauf. Okay, okay.
Mache ich das da drauf? Das kommt darauf. Es ist doch einfacher, als ich gedacht habe. Das und das und das muss verbunden werden. Ja. Und gleich kommt der Typ und stellt sich hier rauf. Das ist die Lösung. Muss ich nur kurz auf den Typen warten. Er sollte aber gleich kommen. Ja, da kommt er schon. Und schon. Rätsel gelöst. Nein, nein, stell ich. Oh, immer diese Fehler. Alter, ey. Kritische Sache. Kritische Sache. Echt. Da bin ich froh, dass ich das Schwierigste ja schon gemacht habe. Ja, ich wusste, dass die Replay-Sachen schwierig werden. Dann gehen wir mal hier über die Brücke. Sieht echt schön hier aus. Oh, ich sehe ein Ding. Was gibt's hier? Hier gibt's nicht die Replay-Teile, okay. Okay, okay, okay. Klonk. Oh, das ist rot und nicht blau. Hm. Ist hier vielleicht was? Oh. Hier ist auch ein roter Laser. Wieso kriege ich hier so viele rote Laser? Ich mache mal hier den roten Laser. Geht das? Nee. Schade. Egal. Also das, da drauf am besten. Das kriege ich hier. Noch eine Box. Mit der Box komme ich jetzt zurück. Und hier ist der blaue Laser. Den blauen Laser brauche ich hier zum Ende hin. Das ganze Zeug brauche ich eben nicht. Ich mache eben das hier. Hier brauche ich den roten Laser. Ja, geht mal her. Ich brauche hier mal gerade eben alles. Alles, was das Leben so schön macht. Achso, jetzt macht. Komme ich da wieder zurück? Wie soll ich da zurückkommen? Was ist denn da oben? Ich muss ja nicht direkt rüber. Ach so. Wenn ich hier runtergehe, dann kriege ich die Sachen gar nicht. Die Sachen kriege ich nur mit genügend Blöcken. Das heißt, das nehme ich eben mit. Und das nehme ich mit. Damit ich hier gleich wieder. Oh, jetzt sind die im Weg. Na egal. Hä? Oh. Wo ist der zweite Block? Da, okay. So, und. Geh mal weg. So, meine Idee ist, dass ich mich hier hochstecke. Ich muss mich hier, glaube ich, sogar hochstecken. Dann verliere ich zwar alle Blöcke, aber ich glaube, das sollte auch ohne Blöcke passen, oder? Vielleicht reicht das ja auch schon, oder? Kann ich das vielleicht hinsetzen? Nee. Ich brauche also alle drei Blöcke dafür. Schade. Echt schade eigentlich. Aber dafür haben wir noch so einen Teil dann. Vielleicht reicht das auch schon. Das macht das auf, ne? Genau. Dann mache ich das so. Ich glaube, ich habe schon direkt die Lösung. So, das und das soll ja verbunden werden. Und das soll verbunden werden. Fertig. Yay. Ach. Mal wieder ein Rätsel gelöst. Kein Problem für Superhirn Mike. Das nächste ist auch ohne Replay. Die sparen aber an den Replays. Die sind aber auch schwierig zu machen, glaube ich. So, was gibt's hier so? Ist ja sowieso nicht an, also. Aber wieso ist das nicht an? Mysteriös. Da kann ich es nicht durchquetschen. Was macht das? Achso, das macht den Ventilator an, aber das hier davor. Und das hier ist einfach nur da, um das hier zu holen. Cool. Also hier kann ich was rüberschießen. Wahrscheinlich hier rein. Ist meine Vermutung. Dann mache ich das mal. Stehe hier drauf. Ist das, ja, das ist jetzt da. Kann ich jetzt hier die Tür öffnen. Und damit auch direkt die andere Tür. Wo ich den Jammer jetzt kriege. Yeah, ein Jammer. Ich mag ja Jammer. Hier brauche ich jetzt nichts mehr. Der Raum ist jetzt also nutzlos. Muss ich nie wieder hin. Das freut mich.
Warte, wenn ich hier draufstehe, ne? Kann ich das... Ah. Das ist gut. Wo fliege ich so hin? Meilenweit weg, okay. Hier brauche ich den roten Laser. Der rote Laser ist da hinten. Das heißt, hier brauche ich dann... ja. Ist hier noch so ein Utensil? Nee, dann... Hier komme ich zurück, ja. Hier brauche ich... Ne, hier ist das nicht, oder? Ja, hier brauche ich das. Muss damit... Dann brauche ich doch noch ein zweites Teil, oder? Oder ich nehme das Teil einfach. Das kriege ich nicht rüber. Ich gucke nochmal drüben nach. Ist aber kein weiteres Utensil. Aber wie soll ich das denn jetzt, den Laser da durchbekommen? Ich habe nur ein Teil. Was steht denn hier? Ich werde langsam besser. Das hier habe ich in Minuten gelöst. Aber wohin führt das alles? Ich arbeite, ich ruhe, ich arbeite, aber warum? Wir werden geboren und sterben und leben erneut. Dieser ewige Kreislauf muss die Essenz unserer Existenz darstellen. Das Leben ist nichts anderes als sich ständig wiederholendes Leiden. Ein ewiger Kreislauf ist nur ein anderes Wort für Gefängnis. Aber wir müssen den Kreislauf verstehen, bevor wir ihn durchbrechen können. Denn es ist möglich zu entkommen und doch ein Gefangener zu bleiben. Oder den Kreislauf dadurch zu zerstören, dass du dich selbst zerstörst. Das war das Schicksal des Gespenstes, das diese Welt heimsucht. Also den Jammer muss ich hier wohl irgendwie... Ja, Moment, kann ich nicht einfach... Hä? Hey. Oh. Nein, das will ich nicht. Ich krieg den Jammer so nicht rüber. Ich dachte, ich könnte den Jammer jetzt easy peasy einfach rüberkriegen. Anscheinend wohl nicht. Dann muss das hier... Hä? Hier ist die einzige Lücke für den Laser, oder? Hier. Aber irgendwie... Ich gehe nochmal zurück. Oder ich lasse das irgendwie rüberfliegen, aber das ist dann ja zu kurz, das Signal. Das Signal ist doch dann... Ist ja komisch. Und wieso kriege ich den Jammer hier nicht rüber? Das verstehe ich auch nicht. Also der Jammer würde das ja ganz easy peasy stören. Okay, dafür haben die... Aha. Was sehe ich denn hier? Pff. Kannst mich auch mal spielen. Ist alles nur hier Trick und Lüge. Wie dreist das Spiel ist. Einfach nur so... So ein Rätsel zu machen, obwohl das... Das ist... Och. Ne. Jetzt bin ich beleidigt. Ne. Okay, da sind ziemlich viele Bogen da in diesem Gebiet. Wir beide und unsere zwei Gemmer. Okay. Ups. Falsche Taste. Ich sehe einen Gemmer. Aber mit dem Replay sind es natürlich... Replay. Aber mit dem Ding sind das natürlich zwei. Kann ich mich mal eben gucken, durchgucken? Ich muss den irgendwie stören und durchlaufen dann. Also ich muss dann meinen Replayer anmachen.
Das Teilchen. Shit. Das geht doch nicht so. Ich komme nicht durch, wenn ich das mache. Wie soll ich das denn sonst machen? Das heißt, das geht schon mal nicht. Ah, da muss ich ja irgendwie hier die ganze Zeit stehen. Ich stehe erstmal hier die ganze Zeit und dann kann ich da ja den Jammer mitnehmen. Ah, dann ist der... Ah. Ich kann es vielleicht hier durchstören. Nicht? Ich krieg das irgendwie nicht anvisiert, oder? Doch. Also das geht. Das heißt dann... das ist immer noch hier darauf gerichtet, oder? Ja. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier das hier anmache, dann... ich komme ja immer noch nicht durch. Kriege ich das hin, dass der auf dem Knopf steht? Na ja, tschüss. Ich habe es zu kurz gemacht, ne? Ja. Also... war meine Idee eigentlich schon richtig, glaube ich. Oh, Leute, ich würde sagen, wir machen das Rätsel hier nächste Folge weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.